Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, wir waren auf der Suche nach einer Bauchtasche. Also, los geht's. Wir fahren mal los. Aufs andere Ende. Ich möchte noch einmal bei der Polizei reinschauen. Und dann werden wir wohl aufbrechen in Richtung... Moment. So. Ja, genau. Hierher. Ich überlege gerade, deswegen bin ich gerade so still, ob wir nochmal tanken fahren. Der Tank ist zwar noch ziemlich voll, Batterie habe ich wieder zwischen den Folgen aufgeladen. Das Fahrzeug verliert. Benutzt man es nicht, verliert es. Es ist zwar nicht mehr so schlimm, wie das einst war, aber es ist schlimm. So, wir gehen mal raus. Weil Garage. Säge, super. Ach ja. So, zuerst mal trinken. Wir schauen noch auf den Stopfwechsel. Oh, wir müssen ausspülen. Ganz viel. Ui. Gehen wir bei der Polizei auf die Toilette? Nö, wir gehen in einem Nebengebäude auf die Toilette. Ja. Das werden wir machen. So, das werden wir auf jeden Fall mal trinken. Bei Pistole geht's ja noch. Bei der Schrotflinte... Och toll. Och Weitraut. Och. Weitraut. Naja, war schlechtes Wasser. Ach ja. Oh, armes Mädel, gleich in der Früh mal übergeben. So, wir schauen mal. So. Ja, jetzt geht's. Jetzt kann sie es behalten. So, Stoppwechsel. Durchfall. Erbrechen, Durchfall. Ich brauche eine Apotheke, keine Polizeistation. Ja, jetzt ist offenbar wegen des Darmvolumens. Ach ja. Und dann noch mit dem... Ja, knie dich noch ein. So, vor dem Brunnen gebrochen. So, wir füllen das mal auf. Eigentlich wollte ich es auffüllen und nicht trinken, aber ja. Armes Mädel. So, gut. Dann brauche ich eine Toilette. Brauche ich noch eine Toilette? Ja, ich brauche noch eine Toilette. So, wir werden mit dem Auto ein wenig vorfahren. Vor die Polizei. Ich glaube, daneben ist dieser Supermarkt, aber neben dem Supermarkt ist auch ein... ist auch ein normales Haus. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Die Aussteigeanimation dauert so lange. Oh, kommt der zweite noch? Ach, da drin ist er. So, was haben wir da? Haarband. Nö. Zuerst gehen wir in das Haus rein. Ich brauche eine Toilette. Weitraut muss sich verbinden, braucht eine Toilette. Bauchbeutel. Ja, es ist wahr, so wie Timeless geschrieben hat. Liebe Grüße an der Stelle. Einst gab es an jeder Ecke. Moment. Einst gab es Bauchbeutel. Tja, und plötzlich keine Bauchbeutel mehr. Dabei sind die so praktisch. Haben wir da jetzt drin? Ja, Schießpulver. So. Jetzt schnell noch Pipi machen. Da wollte ich einfach nur die Flasche ausleeren. Ausleeren ins Mädel rein sozusagen. Und dann sowas.
Wie sind jetzt die Werte? Ja klar, verbinden muss man es dann noch. Okay, Verletzung. Verletzung ist gut, also ist natürlich welche schmutzig. Der ist wirklich widerlich. So, dann werden wir uns mal verbinden. So, schön um die Arme. Und super. Gleich nach dem Erbrechen. Oh ja, einen Kaffee, einen kleinen Kaffee. So, wir checken auch mal. Okay. Da checken wir auch mal, ob alles okay ist. Okay, 16 Schuss, super. 16 Schuss ist super. Da werden wir einen essen. So, danke schön. So, dann können wir uns wieder auf die Straße wagen, weil wir haben was im Magen. Nämlich ganz schön von diesem Pilz. Ausspülen. Wir müssen mehr ausspülen. Alkohol. Ja, das wäre es noch. Durchfall, Erbrechen. Aber wir sind auf der Suche nach Alkohol. So, dann schauen wir mal. Da, da, da. Da, da, da. Ein netter Mann aus dem Supermarkt. Oh! So, jetzt hat uns hier tatsächlich auch eine drüber gezogen. Naja. So, Haarband. Oh ja, und ein Auge. Wie schön. So, dann schauen wir da nochmal rein. Oh ja, der Anglerhut. Gut. So, dann wartet der da noch auf uns. Hi. So. Dann nochmal rein. Ja klar, ein Haarband. Nochmal rein in die Polizei. Da liegt ja keiner. So. So. Bauchtasche, Bauchtasche, Bauchtasche. Man muss seine Wünsche nur formulieren. Nö, nichts. Gut, dann hier. Ja, schon nicht schlecht. Oh, oh ja. Andererseits, was hilft mir das, wenn ich mich auf die Schrot nicht mehr verlassen kann, weil sie schon so abgenutzt ist. Schön Kaffee trinken. So, der kann da liegen bleiben. Was haben die? Oh, ein Elfermesser. Naja. So, und schon kniet sie da so rum mit dem Gesicht nach vorne. Ja, ich, haben wir da was Schönes? Nö. Gut. Dann holen wir uns hier noch. Oh, das ist gut. Der hat ja ein Elfermesser. Ah ja, das ist das Elfermesser der Dame. Nein, die ist nicht tot. Die sucht nur was. Am Boden. Die hat was verloren. Kontaktlinse. So. Was haben wir da? Sehr gut. Einen Bauchbeutel. Einen Bauchbeutel, bitte. Stichsichere Weste. Super. So, und hier. Nö. Gut. Kein Bauchbeutel. Hier noch in die
in die Schenke reingucken. Okay. So, und die Schuhe, glaube ich. Genau. Oder schlecht, je nachdem. So, dann machen wir uns auf den Weg. Ich denke mal, wir waren lange genug hier. Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön? Jetzt werde ich gleich wieder sentimental. Gut, wir werden die Häuser da vorne noch untersuchen. Und dann würde ich aber sagen, es geht los. Ja, jetzt geht's aber los. So, für die M9. Und nochmal für die M9, das freut mich natürlich sehr. Bei der Desert Eagle, die haben wir ja verloren. Hey. So. Wo haben wir denn die M9? Block M9. So, und zwar hier und hier. Genau, die können wir da unten reintun. Das könnten wir stacken hier. Genau. Na? Willst du mitgehen? So, und hier haben wir noch ein wenig von den bunten. Lass mal den stehen, fahren wir noch. Ach, dass wir jetzt die paar Meter weiterfahren, das wäre nicht richtig. So, dieses Haus und dieses Haus. Und deswegen fahren wir da an. Nein, es hat einen Balkon, den müssen wir natürlich checken. Oh, der Rucksack, verdammt, der Rucksack. 97er Brillen. Was war das? Was war das andere hier? Ach so, ja. Haarklammer. Habe ich ewig schon nicht mehr gefunden, eine Haarklammer. Oh, ist das cool. Eine Regenjacke. Nö. Nicht? Kleidet uns das? Nein, hat aber ein herrliches Blau. Oh, der ist schon super. Den hätte ich gerne mit. Wir sind hier ja sowieso gleich durch. Dann schauen wir noch mal zum Auto. Ach so, ja, oben. Wir wollten ja checken. Da ist eine Garage. Auch Tasche. Ja, einst gab es viele. Aber das ist vorbei. Der rote Stier jagte sie und jagte. Geht schon wieder. Ja, wo sollen wir es sonst hinbauen? Naja, hätte ich schon Ideen. Das Haus steht halt fürchterlich im Weg. Einfach sprengen. Ist die Lösung. Einfach sprengen. So. Gehen wir mal in das Haus. Wobei, da hinten ist eine Garage. Ja, Garage, da kann ich nicht widerstehen. Da gibt es sicher was Tolles. Über die Garage habe ich mich schon einmal gewundert. Okay, Brecheisen. Nö, nö, nö. Brecheisen ist auch nicht meins. Dann schau mal, genau. Weil wo soll man hier hinfahren? Daraus? Hier? Super steiniger Weg? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dede, dede. So, dann werden wir in das Haus noch rein. So. Ne. Okay, keine Bauchtasche, aber auch keine Zombies mehr. Anklerhut brauchen wir echt nicht. Schnorchel haben wir. Ansonsten hätte ich den jetzt richtig mitgenommen. Also richtig, echt mitgenommen. So, alte Spaghetti, irgend sowas? Nö, nichts. Phase 1 Verletzung. Okay, wir nehmen den. Dü, 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 dü. Wie das aussieht mit der Schutzweste und der Mund-Nasenschutz. Heftig. So, also, runter geht's. Das war das Haus. Und somit
Ist es soweit, wir können aufbrechen? Das ist schon schön. Das ist schon schön. So, dann lassen wir mal die Schutz. Oder? Schauen wir noch, wir haben ja im Auto auch eine. Da schauen wir gleich ein. Auto. So, öffnen. Wir haben stichsichere Schau. 93er. 93er, lauter 93er. Dann legen wir die mal aufs Auto. Genau, hier einfach her. Und wir fahren weg und die Schutzweste kann liegen bleiben. Super. So, Moment. Also, ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter. Der Küstenstraße entlang. Sind wir da ja noch richtig? Ja, genau. Oh, ist da schön. Da vorne ist so ein Strand. Da könnten wir uns noch die Füße nass machen. Oh, wie schön. Saturn. Wunderschön. Oh, da vorne, da vorne, da vorne. Da vorne. Das sieht doch aus, da, wo die Steine so im Wasser liegen. Oh, da will ich nochmal hin. Da kann man mit dem Auto nicht gut hin, aber weiter ist ja auch gut zu Fuß, wie wir wissen. Hey. So, springen wir mal drüber. Das sieht hier wunderschön nach einem Privatstrand aus. Da könnten wir eine Fete feiern. So, vielleicht noch eine Olive dazwischen und dann nicht vergessen zu trinken. Wir müssen ja uns spülen. So. Oh, wie schön. Das ist doch super. Imagebild. Könnte aus einem, so einem Werbekatalog sein. So, Urlaubskatalog. Super, oder? Wir werden das tatsächlich... Ich lege mal den Rucksack ab und die Waffen. So. Und so. Und so. Ja, vielleicht den Köcher auch noch. Köcher, Köcher. Nö, Handschuhe und Mund-Nasenschutz, nö, 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 das bleibt. So, und wenn ich mich jetzt hier so... Nö. Urlaub in Saturn. Mit Erbrechen und Durchfall, garantiert. Sehr cool. So. Wir nehmen das Zeug wieder mit. Sorry, wir werden es natürlich wieder schaffen. Wir werden es natürlich wieder schaffen, bei Dunkelheit anzukommen. Aber das ist okay. Also Dunkelheit. Meine Überlegung, aber wir haben ja im Auto noch genug Treibstoff. Ihr wisst, ich fühle mich unsicher mit zu wenig Treibstoff. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob wir nicht noch tanken sollten. Tanken sollten. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Einmal noch tanken. Schauen wir mal. 95. Verletzung behandelt. Alles gut. Ausspülen müssen wir halt. So, Inventar. Wenn ich das da herstelle und hier alles trinken sage. So, wir trinken mal, bis der Magen voll ist. Also voll. Nicht 100%, aber wir trinken. Trinken, trinken, trinken. Ja, hat der Doktor gesagt. Apotheke hätte ich aussuchen können. Gibt's in Saturn eine? Gut, keine Ahnung. So, na, wir sind gleich auf 70%. Also 75, 3 Viertel und ja, da ungefähr werde ich dann auch aufhören. Super. So, würde ich mal sagen, die Flasche kommt zurück. So. Braves Auto. Ein braves Auto.
Vielleicht finden wir irgendwo was zu tanken dazwischen. Kann ja sein. Kann ja sein. Am Weg. Wenn wir irgendwo vom Weg abkommen. Und uns wieder mal ablenken lassen. So. Na, Weitraud ist ja auch ganz gut darin. Schön, der Weg geht hier. Zwischen den Bäumen. Ja, nix, die Straße geht da oben weiter. Jetzt dachte ich mir, da unten ist irgendwas. Da ist so flach, so nichts. Naja, wir werden sehen. Ach, wie schön. Schön. Ich mag die Gegend so. Ah, total entspannend hier irgendwie herumfahren. Oh, Moment, da an der Biegung muss ein super Aussichtspunkt sein. Sag ich doch. Ist das nicht herrlich hier? Und da unten liegt Sardon, genau malerisch mitten in dieser Bucht hier. Jetzt ist der Baum davor, aber ansonsten super, oder? So, na dann geht's mal los. Hilft ja nichts. Wir müssen weiter. Ohne Bauchtasche. Habe ich das ganze Zeug, habe ich auch den Köcher mitgenommen? Moment, moving too fast. So. Ja, Köcher ist auch dabei. Gott sei Dank. Jetzt habe ich gerade Panik geschoben. Ja, du forderst es für die arme Weitraud wirklich heraus. Nö, geht schon. Alles gut. So. Da geht's nach irgendwo hin. Nämlich nach Drvenik. Ja, aber Drvenik wollen wir natürlich nicht. Nö, nur nicht nach Drvenik. Wir fahren weiter. Wir folgen der Straße hier. Oh, da im Hintergrund schon die Mauer wieder. So. Ach, wie schön. Ach, wie schön, wenn man das runter sieht. Wir hätten baden gehen sollen eigentlich. Ja, das machen wir dann, wenn wir angekommen sind. So, apropos Tanke. Was genau in dem Moment? Wo? Hier. Es kommt aus der Sonne. Wie damals. Die Japaner aus Pearl Harbor. Sie kamen aus der Sonne. So. Der versteckt sich jetzt hinter dem Propangasbehälter. Das sind zwei da, die herumwanken. Oh, äußerst fies. Hm.
tatsächlich jetzt gerade eine Lagerbehemmung gehabt. Oh, ist das fies. Ich traue dieser Schrotflinte ja nicht. Nein, ist gut, dass wir sie haben. Super. Gott sei Dank gab es keinen Sprengzombie. Wieso gibt es eigentlich keinen? Wieso gibt es keinen Sprengzombie? Puh. Aufregend. Verdammt. Wäre so eine schöne Legging gewesen, aber du hast die ja schmutzig gemacht. Ah, es gibt auch Steine. Ja, und dann nickt sie noch. Yeah, yeah. Ja, sie kann das Headbangen. So. Da liegen einfach so Leute rum. Ja, keine Ahnung. Die sind müde. Okay, Kölner. Jetzt bin ja Kölner. Was im Übrigen der Dialektausdruck für Kellner ist. Also, richtig ausgesprochen. Nicht Kellner, Dialekt Kölner. A Kölner. So, aber jetzt bin ich Kellner. Kölner der Aufmerksamkeit. Das ist ganz gut, jetzt ist Weitraut wirklich aufmerksam. So, verbinden kannst du sich dann auch noch, aber mit der Betonung verbinden dann. So, Gott sei Dank kein Sprengzombie dabei. Oh, ist da viel Benzin drin? Oh, wie cool. So, pass auf. Wir haben einen Kanister. Oh, unser Reudel. Von wo auch immer dieser Schrei kam. Oh, wie cool. Voller Kanister und schon fühlt sich Weitraut wieder wohler und sicherer. Einfach mal tanken. Oh, schön. So, jetzt schauen wir da noch rein. Ja, ein Weißregenmantel. Genau das, was ich brauche. Das, was ich wirklich brauche. So, was haben wir da? Ja. Kaffee ist gut. Wir nehmen den anderen auch noch mit. Und Wasser. Sehr gut. So, kleines Cola. Ich schau gerade wegen. Ach komm. Wir setzen hier eine Marke. Schön mal an der Tanke. So, meine Lieben, aber ich sehe Folgenende. Folgenende. Oh, ja. Oh, ist auch gut so. Oh. So. Stoppwechsel. Naja, 25. Oh. So, also auf geht's. Oh, wie schön. So, wir fahren den Wagen nochmal weg. So, und zwar unter dieses Aquädukt. Da parken wir den Wagen. So. Also nicht unterm Aquädukt, ein wenig weiter weg. Warum? Ich möchte das testen mit dem Respawn der Zombies. So. Frage ist, sind wir jetzt wirklich weit weg? Und weg genug? So, wir parken auf jeden Fall nicht mitten auf der Straße, das ist ganz gut, da haben die Leute noch die Möglichkeit auszuweichen. Wunderbar. Oh, wie schön. Ist doch wunderbar. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich. Ja, ja, ja. Werden wir nicht schaffen, deswegen kriegen wir nie einen Frachtabwurf.
So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.